Ja, guten Tag und damit herzlich willkommen zum zweiten Part Let's Play Landwirtschaftssimulator 2015. Und ja, ich bin wieder euer Max dran Gamer. Und wir waren da stehen geblieben, dass unsere Helfer noch, also der ist fertig, das ist schon mal gut. Die anderen, der muss noch fertig machen. Der muss noch säen. Und den lernen wir dann aus. Mal kurz. Zack, wenn es gehen würde. So, jupp. Dann nehmen wir den mal aus. So, und dann rechnen wir kurz das wieder zu Ende. Hier kurz die Stelle. Zack. Dann noch die anderen Stellen. So, was ich auch machen, damit es sich erlegt, wenn wir das anmachen. Upsala. Das wollten wir ja klar nicht. So. Dann klappen wir das mal wieder zusammen hier in die Mähdrescher. Fahren die Mähdrescher dann weg und lassen die mal weiterarbeiten. Die sind ja auch gleich fertig. Ja, und was ich noch zu sagen habe, das Projekt wird halt, also ein Video wird jetzt fast jeden Tag kommen, wenn möglich, wenn ich das mit der Zeit schaffe. Ups, oh. Wenn ich das mit der Zeit schaffe, wird ein Video fast jeden Tag kommen. Vielleicht auch jeden zweiten Tag, ich weiß noch nicht. Den Livestream, den plane ich noch. Ab 35 Abonnenten halt mache ich einen Livestream, also werden Livestreams gemacht. Und ja, davor halt noch nicht, weil ich möchte das als Überraschung machen. Und also ich muss euch noch sagen, ich weiß nicht, ob ich das als Überraschung mache. Ich werde euch halt sagen, wann ich den Livestream mache. Und so, den gehen wir auskippen. Und dann halt, ja. Habt's gut zu schätzen, dass wir dann halt den Livestream ab 35 Abonnenten machen. Wird der 35 Abonnenten Livestream gemacht. Und ein 50-Abonnenten-Livestream, der kommt dann auch noch. Und ein 100-Abonnenten-Livestream. Also erstmal ein 35-Abonnenten-Livestream, ein 50-Abonnenten-Livestream, ein 75-Abonnenten-Livestream und ein 100-Abonnenten-Livestream. Und dann geht es los mit den 100ern. Dann 500-Abonnenten-Livestream vielleicht. Und wir sehen uns gleich wieder. Ja, mein Bruder hat mich gerade genervt. Wie immer. So. Ich weiß zwar nicht, ob ich das schon mache oder ob ich das nicht mache. Schreibt einfach in die Kommentare. Auf jeden Fall beschäftigen wir uns jetzt mit dem Dings hier. Mit dem LS.
Und ja, also die zwei Helfer arbeiten jetzt fleißig wieder. Und ne, keine Helfer mehr, nur noch ein. Weil der mit Seilen ist ganz bestimmt jetzt fertig. Und da kann er direkt auch schon aufs nächste Feld. Und ja, jetzt haben wir wieder Geld verdient. Und zwar jetzt haben wir 7623 Euro. Das war eine Menge mehr. So, und jetzt gucke ich mal wegen dem. So, wegen dem, ja. So, jetzt gucke ich mal wegen hier mit den Auffüllen. Also, er befüllen starten. Ha! Profstilus. Wählen Sie aus, was in das Fahrzeug geladen werden soll. Ich wusste es, man kann auswählen, was man haben möchte. Einmal Weizen, Gerste, Raps und Körner. Weiß. Wir machen jetzt erstmal Weizen. So. Und bringen das weg. Wunderbar. Auf jeden Fall. Ja, was soll ich jetzt sagen? Auf jeden Fall bringen wir jetzt das Weizen weg. Danach gucken wir mal, was wir als nächstes auf dem Feld 38 aussehen sollen. Oder können. Oder möchten, was auch immer. Und ja, da gucken wir uns, ob wir die ersten Maschinen uns dann kaufen können. Auf jeden Fall müssen wir dann einstellen, wie schnell das Weizen oder so wachsen soll. Oder Raps. Ja, Raps und dann noch Gerste oder Mais, wenn ich mich nicht täusche. Wenn wir das aussehen möchten. So, auskippen. Zack, wir nehmen wieder gelb. Und jetzt steht da bestimmt dieses Pluszeichen. Ja, plus 5.446 Euro. Das heißt, 12.994 Euro haben wir jetzt. So. Dann gehen wir mal die nächste Ladung holen. Und zwar Gerste, wenn ich mich nicht durch, wenn es danach kommt. Ja, glaub schon. So. Also, ich muss echt sagen, sehr schönes Spiel. Sehr cool gemacht. Ja. Was soll ich dazu sagen? Einfach nur klasse gemacht. So, Hühner werden wir uns später auch kaufen, beziehungsweise mit Tieren werden wir uns später auch beschäftigen. Sogar sehr viel. Weil ich möchte gerne Kühe, Schafe, Hühner und so haben. Und ja, die möchte ich gerne haben. Wenn es geht. Wir müssen aber noch Geld verdienen, die zacken und jetzt vielleicht noch ein paar Kühe holen, vielleicht 3 bis 4, mehr auch nicht. So, das aus, weil sie ist leer, Gerste. Da ist 100%, okay. So. Und ja, da werde ich noch, ich bin noch müde, dann werde ich noch ein Mod reinholen, der mir anzeigt, welcher Tag heute bei Alice ist, der Landwirtschaftsmotor. Und dann werde ich, und bei diesem Mod ist auch gleichzeitig die echte Uhrzeit unter der LS-Uhrzeit drunter. Und also da oben rechts steht dann einfach darüber,
über der Sonne, dann noch ein bisschen links, also ein bisschen rechts, steht dann der Tag, beziehungsweise, ja, der Tag, der vom LS ist. Und darunter, unter der 9.40 Uhr, steht dann, welche Uhrzeit im Echt ist, also im echten Leben, in Wirklichkeit. Das finde ich sehr praktisch. Und den Mod werde ich mir auf jeden Fall reinholen. Und dann werde ich mir noch einen Cosplay holen. Den finde ich auch cool. Dann werde ich mir vielleicht noch ein Pack mit dem Lexion holen. Also ein Lexion Pack, klar, Lexion Pack. So ein niedriger Pack. Und auch da habe ich schon mehr Geld verdient. Und also die restlichen Mods werde ich euch jetzt nicht sagen, weil das soll eine Überraschung werden. Und ja, es kommen halt wirklich sehr viele Mods dazu. Auch Maps. Ich weiß zwar nicht, ob ich auch auf verschiedene Maps spiele. Werden wir sehen. Ich hoffe ja. Wenn ich mich nicht täusche. Schreibt einfach in die Kommentare, ob wir auch ab und zu mal wechseln sollen auf verschiedenen Maps. Und ja. Das entscheidet halt ihr. Nicht echt. Und ja, jetzt machen wir erstmal die Silos leer. Und ja. Winkel funktioniert auch, wollte ich gerade mal austesten. So, dann kommt jetzt einmal. Zack. Kommt jetzt. Warte mal, wie viel Geld ist noch? 2%. Wollen die mich verarschen? Der tut direkt wieder für 2%, weil ich jetzt nicht einen langen Weg. Was heißt lang? Der ist nicht lang. Aber da klippe ich wieder rein. So wenig. Ne. Auf jeden Fall, poste ich den Livestream, wenn es geht, auf Twitch. Oder auf YouTube. Wenn es geht, auf Twitch. Ich bemühe mich. Dann könnt ihr den Twitch, dann könnt ihr den Livestream auf Twitch angucken. Und das sieht so das auch leer. Junge, Junge, Junge. Und ja. Das Spiel macht mir echt viel Spaß. Und ja, danke, danke an den Hersteller. Weil echt klasse das Spiel. Wirklich. Viel besser, viel, viel besser als LS13. Muss ich echt sagen. Und wurde wirklich viel gemacht. Eigentlich sind die Bäume fast gleich. Die Steine, aber trotzdem Hammer, Hammer, Hammer geil. Also ich meine, jetzt da diese Felsen zum Beispiel da. Oder die Wege hier. Aber zum Beispiel hier, diese neue Spur hier. Kann man dann, wenn man über den Weg fährt, seht ihr die Dreckspur? Das wurde neu hinzugefügt. Oder der Dreck, dass der Trecker dreckig wird. Echt geil. Seht ihr hier diese Dreckspuren? Meine ich. So. Gucken wir, wie viel Geld jetzt mit Raps verdienen. Oh, da verdienen wir ja schon jede Menge, ne? Plus 9.009 Euro. Oh, das sind ja wirklich jede Menge. So, dann gehen wir noch die letzte Ladung holen, und zwar Körnermais. Und so wie ich es in den Einstellungen gesehen habe, gibt es nicht nur Escape, sondern wenn man auf I drückt, kommt noch ein anderes Menü. Das können wir uns gleich mal angucken.
stand so in den Einstellungen. Habe ich zwar noch nicht ausgetestet, aber ich werde es machen. So, Rapsilo ist leer. Zack. So. Prozent Mais. Also, dass der Trinker wirklich dreckig wird, das macht einen wirklich Spaß. Also ich habe in der Einstellung noch gesehen, dass man einstellen kann, wie schnell der Trecker dreckig werden soll oder könnte. Habe ich aber jetzt mal auf normal angelassen, also auf normal gelassen. Und den Verkehr habe ich angelassen, weil Verkehr ist halt realistischer. Und macht mehr Spaß für mich. Ne? Und ich muss jetzt mal gleich mal gucken, ob wir die Missionen aus haben. Weil ich mag Missionen eigentlich nicht so sehr. Die nerven mich ab und zu mal. Wenn man wirklich nichts zu tun hat, könnte man das ja mal anmachen. So, gehen wir aus. Zack. Und verdienen dadurch ein bisschen Kohle. Weil es ist so viel, plus 3.644 Euro. Ja, es ist so viel, aber immerhin etwas. So, dann fahren wir wieder nach Hause. Und gucken mal, was die Helfer machen. Die Helfer sind anscheinend fertig. Das ist gut. So. Und was ich mir noch vorgenommen habe, wir machen das ohne Cheaten, das Spiel. Das heißt, ohne Fliegen. Und man kann hier mit diesem Knopf, kann man ja fliegen. Und also dann muss man ja schon Toggle-Down oder nee, warte mal. Ich kann mal gucken. Hier mit dem kann man GS Toggle Flight and No Hood Mode. Damit kann man fliegen und das machen wir halt nicht. Wir wollen nicht fliegen. Und weil das ist Cheaten und das machen wir nicht. Und was wir noch nicht machen, ist Geld Cheaten. Das auf gar keinen Fall. Deswegen werde ich den Geld Cheat Mod auch nicht reintun. Und Bank auf Fragen gestellt werde ich auch nicht reintun. Beziehungsweise Bank auf oder nur so eine Bank. Danke, Fragen gestellt ist ja von LS13. Ah ja, stimmt, ist ja nichts drin. Und ja. Ich packe die mal einfach jetzt mal hier. So, und dann werden wir mal bei den anderen gucken gehen. So, der ist fertig anscheinend. Dann fahren wir den, der ist auch fertig. Dann fahren wir den kurz. Ja, hier lang. Wenn ich mich nicht täusche. Oder. Yep.
müssen die lang. Dann fahren wir, guck mal, wie dreckig die, sind. Und dann fahren wir den kurz. Die Sämpchen müssen noch aufgefüllt werden. Wir fahren den dann gleich mal zum Feld 38. Zum Feld 38, ja. Das ist Deutsch. So, da sehen wir keinen Ratz. Gar nicht. Und da sehen wir nämlich bei Gerste. Oh, guck mal, die Fußabdrücke hier. Hat der Bauer viel zu tun, scheint. So. Guck mal, ob die Dinger auch auf der. Ja, habt ihr den gesehen? Sind wir da? Oh oh, nicht auf der anderen Seite, auf der anderen Seite. So, dann machen wir mal Blinker. Wir fahren hier rein. So, ich muss gleich hier rein. Mit dem Blinker nicht automatisch aus. So, und dann los geht's. So, dann fangen wir schon mal zu sehen. Den bringe ich mal weg. Fahr dafür was fällt. Nee. Also erstmal das Auto vorbei. Dann fahren wir weiter. Was die alle für eine Hupe haben, ne? So. Das könnte mal ein bisschen verbessert werden. Also die Hupe muss ich echt sagen, die muss echt verbessert werden ein bisschen. So,
gucken, ob der das jetzt auch mitwirken hat. Würde ich hoffen. Das war nicht extra. So, macht der noch das Bild mit weg? Also ich muss die Spur auf jeden Fall noch... Ja, er macht's mit weg. Also der Eck hier schön. Der macht das Feld schön für die Saat fertig. Und der sät hier schön. Ja. Da könnten wir eigentlich nicht machen. Also jetzt hier rum gucken. Und ein bisschen Geld sparen, indem wir das kurz machen. Dann sparen wir wenigstens Geld. Ich würde echt sagen, dann sparen wir wenigstens Geld. Das nimmt er mit. Ja, macht er. So, dann sparen wir wenigstens ein bisschen Geld. Wir können ja auch mal ein bisschen machen, dann wird uns nicht langweilig. Auf jeden Fall macht das mit den Eggen auch Spaß, nicht immer nur diesen Helfer anzumachen. So viel große Helfer würde ich den Helfer machen. Weil für große Helfer habe ich wirklich keine Lust, das zu machen, weil, sind die Felder einfach zu groß, mache ich es nicht. Und, ja, dann mache ich das jetzt auch mal. Ich mache noch mal die Helfer an. Ich mache das ganz gerade. So. Und wir gucken in den Shop und versuchen was zu kaufen, und zwar ein Kärcher. Den platzieren wir mal hier. Wunderbar.
Dann können wir den einmal und den Anhänger sauber machen. Das ist ja schon. Ich glaube, ich platziere ihn ein bisschen um. Ja, ich glaube, ich platziere ihn ein bisschen um. Garage. Verkaufen. So. Warum mache ich denn die Fotos? So, und den platzieren wir mal hier. So. Können wir den kostenlos sauber machen, den Trecker? Ja. Ach, wie geil. Ja, wie geil. Das ist ja... Oh, wie cool. Mal sauber machen. Das, der Dreck geht langsam weg. Schön überall reservieren. Nehmen noch mal. Doch viel sauber aus, oder? Kommt, Leute. Doch viel sauber aus. So, der Anhänger. Reifen sauber machen. Und jetzt auch so. Alles sind sauber. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und dann parken wir den mal hier. Da steht der ganz saubere Trecker. So, der ist auch schon sehr weit. Der auch. Muss aber noch ein Stückchen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.
Ciao.